Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Minecraft auf unserem Utopia-Server. Ich muss schon wieder die Mausempfindlichkeit hier mal runterstellen. Wollte jetzt nochmal unsere Maschine, die wir da unten gebaut haben, ein wenig modifizieren, weil ich herausgefunden habe, dass es nicht funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Und deswegen, nein! Ach, dieser Bohrer ist wirklich einfach nur OP. Und deswegen werden wir die ganze Geschichte jetzt noch mal ein wenig hier umbauen und dann nur einmal klicken funktioniert und dann auf jeden Fall diese Geschichte in Betrieb nehmen. So, das wird uns allerdings ein wenig kosten, wird auch auf oh fuck da oben hat das Ding gleich mit weggehauen. Wird auch aufgrund dessen wie eine Art kleines Tutorial dann einfach zur Raffinerie. Weil wir müssen das doch antreiben mit zwei Stirling-Motoren, die explodieren, wenn man sie, wenn man nicht darauf aufpasst. So, das muss auf jeden Fall weg. Das muss auf jeden Fall weg und das auch. So. Nein. Ach Mann. Dieser blöde Sandstein. Das muss auch alles weg. Und dann müssen wir die Raffinerie umsetzen. Dann muss ich mir nochmal was dazu einfallen lassen. So. Fuck, da ist jetzt natürlich schon Öl drin, ne? Wobei. Ich habe hier den Redstone-Dings dabei. Dadurch können wir den ganzen Shit nochmal da rausziehen. Hoffe ich. Nein, es geht nicht. Ah, dann ist nicht schlimm. Oh Mann, nein. Dieser Bohrer, ne? Der treibt mich nochmal zu Weichglut. So. Das machen wir erstmal zu. Den müssen wir nachher so und so anräumen, dies und das. Dann brauchen wir auf jeden Fall tatsächlich hier ein Loch. Und ich glaube, wir machen das Ganze unterirdisch, also brauchen wir mehr als ein Loch. Das wird nochmal ein kleines, längeres Projekt, aber ich sag mal, das ist eine ziemlich coole Sache, wenn sie denn dann funktioniert. Müssen wir mal sehen, wie ich das mache. Aber, hoppala, sollte kein Problem sein. Ich muss jetzt trotzdem erstmal viel bauen, nochmal kurz in mich gehen. Ein bisschen, ich habe das Wiki nebenbei offen, weil ich halt nicht alles im Kopf habe mehr. Wie man hier was baut. Und das brauchen wir erstmal nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Weg, 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 weg. So, was wir brauchen ist ein Eimer, den können wir uns craften. Dann brauchen wir Stirling-Motoren, die müssen wir nochmal bauen. Ich hoffe, die behalte ich jetzt erstmal hier. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Eimer. Genau, was haben wir hier drin? Genau, und wir brauchen Glas. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche Glas. Das habe ich gerade weggelegt. Ich depp. Genau, Glas hier. Ich brauche Gold. Fuck, haben wir noch Gold? Nein! Das ist nicht schlimm. Schmelzen wir eben was ein. Da ist noch Eisen drin, sehr gut. Raus damit. So, wir brauchen ein so, also zwei von sogenannten aquatischen. Ach naja, es sind halt so zwei Sachen, die sind dafür da, dass man Wasser absaugt und die zum Kühlen wohin abgibt. Und die wollen wir jetzt herstellen, damit uns dann die Stirling-Motoren letzten Endes nicht explodieren. Weil das wäre ziemlich uncool.
Und dazu brauche ich als erstes mal... Ach fuck, wir haben noch kein Gold. Zwei Zahnräder pro Dings, die wir aus Tin und Eisen machen. Warum auch immer die anders gemacht werden als die anderen. Eigentlich brauche ich davon vier. Weil ich brauche zwei. Ja, vier brauchen wir. Tick. Weil ich brauche zwei jeweils für eins und ich brauche zwei insgesamt. Schauen wir nochmal kurz. Ach, dummes Tablet, da ist es doch. Aquarius Accumulator. Dann brauche ich einen Eimer, nämlich drei Stück. Zweimal Glas. Drei Eimer. Drei Eimer. Genau, hier hatte ich nachgeguckt, weil ich dachte, man braucht das Eisenzahnrad, um die zu bauen. Braucht man aber nicht. Das Einzige, was man brauchte, war eben ein Eisenbarren, komischerweise. Aber naja, wir brauchen drei Eimer. Ticke, ticke, ticke. Hey, so. Her damit. Einen wollen wir mit Wasser füllen. Beziehungsweise zwei. Beziehungsweise... Wir können ruhig schon alle drei füllen, dann geht der Anfang noch etwas schneller. Den Bohrer lassen wir mal in Anführungszeichen entschärft, weil der ist ja jetzt dadurch, dass er... Ist schon wieder Nacht? Ja, fast. Dadurch, dass der jetzt ein bisschen lahmer ist, hat er natürlich ein bisschen weniger ein Problem damit schnell zu... ist nicht so schnell, meine ich. Alles klar, vergesst das. Ja, wenn ich jetzt die Raffinerie hier hinsetze, müssen die Stirling-Motoren da sitzen. Dann müssen die anderen beiden da sitzen. Dann muss das Wasser da rein. Einmal, zweimal, dreimal. Sehr gut. Das war schon genug. So, dann raus aus dem Loch. Wir müssen ja unbedingt mal Licht machen, nicht, dass hier noch ein Creeper drin spawnt und uns dann alles in die Luft jagt. Das wäre ein bisschen semi-ausgereift, aber würde zu mir passen. So, zwei davon. Gold brauche ich jetzt erstmal. Jawohl. Jetzt müssen wir so eine Art Grundmotoren dafür herstellen. Das macht man mit vier Eisen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die da sind oder da. Probieren das einfach mal. Einmal Gold in der Mitte und dann Glas in den anderen beiden. Ja, das macht man so sehr gut. So, und dann braucht man das in der Mitte. Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen, nebenbei nochmal gucken. Das in der Mitte. Ach ja, man braucht auch noch was anderes. Zweimal Eisen, zweimal Glas, Redstone. Das hier, das da und das da. Genau, das brauche ich zweimal. So, dahin. Dann brauche ich zwei Eimer. Das brauche ich da. Ich brauche zweimal Glas. Und die Zahnräder. Zweimal Glas stimmt wohl nicht, oder was? Doch. Oh Mann, ich liebe das, ne? Wenn sowas nicht funktioniert. Das müsste der richtige sein. Zweimal Glas, zwei Eimer. Unten die Dinge, unten das Ding. Wie soll man den Aquarius Accumulator denn sonst bauen? Gucken wir nochmal woanders. An den Wiki.
Technik Pack. Sag nicht, ich brauche die Zahnräder gar nicht. Boah, das ist nicht wahr, ne? Wenn man nicht in den falschen Wikis guckt, aber ich sag mal, wenn Tacket Light zu Tacket hier und Tacket da einfach unvariabel ist, ist das einfach Kacke. Ist aber nicht schlimm. So, jetzt setzen wir die zwei dahin. Genau, die brauchen, also die saugen Wasser auf, um es zu transportieren. Und fast wie eine Pumpe, aber halt, man muss sie direkt im Wasser positionieren. Und die transportieren das dann nach oben. Wenn ich jetzt hier natürlich die beiden Stirling-Motoren hinsetze, dann wird das Wasser direkt zu den Stirling-Motoren halt hingepumpt und die werden gekühlt. Und dadurch explodieren die nicht so leicht. Wir wollen die dann natürlich zwar mit Kohle erstmal anheizen, aber die Raffinerie wird ja dann Benzin herstellen. Das heißt, sie kann sich selbst versorgen. Man muss dann halt quasi nur aufpassen, dass die ganze Chose nicht explodiert, ne? So, jetzt müssen wir nur noch die beiden Stirling-Motoren bauen. Und dann haben wir kein Problem mehr. So. Ah, die Stirling-Motoren werden wieder aus so einem Dings gemacht. Glaube ich. Also die Engines hier. Die werden wieder aus diesen Teilen, die man drücken muss, gemacht. Und aus Zahnrädern, glaube ich. Sind das die richtigen? Ja, das sind die blauen. So. Redstone habe ich hier, ne? Holz, Eisen, Redstone, Stein. Holz, Eisen, Redstone und Stein. Gut, Stein habe ich genug. Sind die? Holz habe ich auch genug. Das ist in dieser Kiste. Eigentlich ist Holz fast überall bei uns hier. Ja, ich hoffe, ich kann mit den Zahnrädern noch was anfangen und nicht, dass wir Materialverschwendung betrieben haben. Das wäre nämlich ziemlich blöd. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann Eisen. Das Cobblestone. Und das Redstone. Bup. Jawohl. So, zwei davon. So, die Stirling-Motoren. Macht man dann mit Steinzahnrädern. Das sind vier, das sind das. Fupp. Tick, 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 tick. Raus mit dem Scheiß. Das dahin und dann machen wir Steinzahnräder draus. Wobei ich bin falsch, ne? Ich brauche mehr davon. Egal, wir machen erstmal ein. Quatsch, die drei müssen da oben hin. Zahnräder kommen dahin. Eins kommt dahin und Glas kommt dahin. Und dann haben wir einen Stirling-Motor. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen das Ganze jetzt nochmal. Ach ja. Erst das nehmen. Oh, es reicht alles gerade so, ne? Von Stein. Nein, reicht's nicht. Wir brauchen zwei dafür. Ich bin dumm. Ach, fuck. Dann müssen wir gleich nochmal Stein entweder abbauen oder gucken, ob wir noch was da im Eimer haben. Oh, wir können nicht einmal das zweite Rad hier machen. Autsch. Wir hatten ja da hinten was, wo wir Stein rausgeholt haben in den
ersten paar Episoden hier bei uns im Dorf. Das werden wir im Übrigen auch nochmal ausbauen. Ich hatte auch vor, irgendwann mal diesen ganzen Basalt hier abzubauen, weil das sieht natürlich A nicht schön aus und ist natürlich auch B einfach unbrauchbar, weil hier könnte man überall schön Felder generieren. Ach, was heißt generieren? Generieren würde man ja automatisch machen. So. Das reicht jetzt, oder? Ja. Lalalala. Ich verstehe nur nicht, warum er die Sachen manchmal doppelt anordnet, aber I don't care for this moment. Ja, ich habe es schon mal erwähnt. Ich mag diese ganze Add-on-Sache auch deswegen hier so, weil im Technik-Launcher die Vielfältigkeit so hoch ist, aus einfachem Scheiß so viel komplexe Sachen zu bauen. Das ist natürlich phänomenal, finde ich. Das ist halt auch das, was Spaß macht. Das Blöde ist, man kann sich die meisten Sachen natürlich nicht unbedingt merken. Man wird also ab und an immer wieder ins Wiki gucken müssen. Aber ist so. So, jetzt haben wir die beiden Stirling-Motoren. Jetzt müsste die ganze Sache auch ohne Probleme laufen. So. Wir platzieren die Raffinerie mal da. Die beiden Stirling-Motoren. Nein. Hier und da. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir das da reinpumpen. So, wir müssen das ein bisschen um die Ecke machen, weil wir vielleicht das hier oben doch alles so lassen können. Habe ich noch Sandstein dabei? Jawohl. Hätten wir das alles, müssen wir um die Ecke bauen, weil wir jetzt hier runtergehen mit den Goldpipelines und dann in die Wand rein, weil ich will ja dann später noch Benzin in die Stirling-Motoren reinpumpen. Und das wäre dann ziemlich unpraktisch, wenn die sich mit dem Ausgang davon verbinden. Von der Raffinerie meine ich. Weil dann wäre es so, dass der Ausgang gleichzeitig auch ein Eingang ist und dann würde Benzin zurück da reinfließen und das alte wäre alles nicht so gut. So. Runter damit. Das Schöne ist, dass wir nicht so viele Dings benötigen. Nicht so viele Tanks, weil sobald ich da oben zwei leer habe, kann ich die ja abbauen. Das wird also ziemlich praktisch, dass wir einfach wirklich eins zu eins das Ganze umlagern. Und das ist dann gar nicht so schlecht. Oh, ich habe nur ein Problem, ne? Ich hoffe, na, wobei, wir bauen sonst einfach noch mehr Sand. So, dann nochmal nach hier und nochmal nach da. Na, raus da. Ins Bett legen. Ja, es ist nicht, dass ich Angst vor der Nacht habe, aber wie gesagt, es müsste nicht sein, dass hier Creeper drin spawnt, reinkommt oder sonst was. Das wäre ziemlich blöd. So, Sandstein 24. Ich weiß im Übrigen nicht, warum es in so einem Addon mehrere Sandsteinvarianten gibt von Blöcken, aber uninteressant for this moment. Gut, das bauen wir alles zu, damit das in Anführungszeichen weiterhin schön aussieht. So, das können wir offen lassen. Dann machen wir mal Treppen hin. So. Dann ist der Ausgang. Ah, Mist, daran habe ich nicht gedacht, ne? So kann man das machen. Nein, wo ist das Holzding? Habe ich noch Treppen? Ja, wunderbar. Oh, auch genau ausreichende. Da ist das, da sind noch die Tanks. Goldrohr habe ich noch. So. Der muss weg.
So, das Ding hier hin. Dann das Goldrohr hier hin, dahin, dorthin. Dann müssen wir den Motor, den Redstone-Motor, den ich klugerweise auch da oben liegen habe, ich trottel. Oh, die Sandsteintreppe reicht im Übrigen doch nicht, aber nicht schlimm. Muss ich den wieder dazu machen. Aber bevor wir das machen, hierhin, dahin, dorthin und Tanks. Es kann jeweils noch einer mehr sein. Genau. Oh. So, wo ist der andere Redstone-Motor? Genau, eine Redstone-Fackel habe ich dabei. Das funktioniert also ohne Probleme. Und jetzt machen wir es so, dass wir den Redstone-Motor da oben hinsetzen. Yes. Und dass wir die Redstone-Fackel... Fuck. Oh, geht nicht. Hier neben machen. Ach so, ein ganzer Stress. Sandstein dahin, Redstone-Fackel da dran, Motor hierhin. Voila! Das Problem, was mir jetzt erst auffällt, ist, wir brauchen auch noch einen Redstone-Motor, um da oben alles rauszuholen. Ne? Also nochmal die Chose. Stein. Ups. Nicht da. Ach, das ist richtiger Stein. Ja, danke Max, dass du mir die Steinstufen da hergestellt hast, aber dadurch haben wir keinen Cobblestone. Oh, wieder da hinten hingehen. Dann müssen wir das Ganze damit. Ja. Ich erkläre euch die ganze Konstruktion dann gleich. Und ja, dann können wir endlich unser Öl zu Benzin verwandeln, unser Rohöl. Ach ja. Finde ich im Übrigen phänomenal toll, dass der trotz unaufgeladen so geil funktioniert, ne? So, das müsste reichen. Schnell mal 31 Cobblestone geholt. So. Holz habe ich noch dabei. So, wir gucken hier hin. Redstone Engine will ich gleich bauen. Ich könnte mir ja die ganzen Sachen mal merken. Ne? So, kurz gucken. Redstone Engine wird mit 2 Holzdingern gebaut. Und ist klar. Holz habe ich noch genug, ja. Holz habe ich noch genug. 1, 2, 3. Ach komm her, wir bauen gleich 2. Den Scheiß werden wir nämlich immer wieder brauchen. Je mehr wir schon mal auf Vorrat haben, desto besser. So. Dieser Stock. Holz. Holz! Ich hätte noch mehr mitnehmen sollen. Nein. Ja. Tick, tick. Rein mit dem Scheiß. Dann dahin, dann dahin. 3 oben hin. Ein Glas. Und unten du. Yes.
Wunderbar. Das Ganze machen wir nachher nochmal. Aber erstmal jetzt das. So. Also, die Erklärung, wie das funktioniert. Wir werden von hier oben jetzt anfangen aus zwei Tanks, das Rohöl rauszupumpen. Die Stirling-Motoren unten, zwei Stück zum Betreiben von der Raffinerie benötige ich. Die Stirling-Motoren unten werden... habe ich noch eine Redstone-Fackel dabei? Oh nein! Das kriege ich aber schnell hin. Die Stirling-Motoren unten werden die Raffinerie antreiben. Und die Raffinerie wird aus dem Rohöl Benzin machen und das dann rauspumpen. Dazu brauche ich natürlich hier wieder ein Holzwasserrohr, was denn da natürlich alles raussaugt. Und kann ich das so da oben drauf stellen? Jawohl. Kann ich das dann auch oben drauf hängen? Jawohl. Und ich fange jetzt an hier mit dem nicht funktionierenden, mit der nicht funktionierenden Pumpe. das rauszupumpen. Genau, jetzt fängt es an zu funktionieren. Das wird hier rausgepumpt. Das mache ich mal weg, weil das brauchen wir für den Moment nicht. Wird da runtergeleitet. Na, das machen wir auch einfach mal weg für den Moment. Und das auch. Oh Mist, das war doof. Wobei, kann ich so rausholen? Ja. Das wird da rausgepumpt und jetzt runtergebracht von diesen beiden. Wird unten dann... Oh fuck, ich habe da noch keine Kohle reingelegt. Zack. Zack. Wird jetzt unten erstmal in die Raffinerie geleitet. Ja, da sieht man schön, dass sich das schon füllt. Hinten der Stirling-Motor wird jetzt mit Kohle von mir bestückt. Und der hier auch. Dadurch fangen die an, das zu verbrennen. Oh, ich habe was vergessen. Redstone-Fackeln. Wobei. Man kann die auch mit Hebeln antreiben, aber das hier geht jetzt schneller. So. Einen dahin. Und... Boah. Dahin. So, die beiden fangen jetzt an, das natürlich mit Energie zu versehen. Und hier sieht man schon wunderbar, dass die Raffinerie das Ganze jetzt in Benzin umwandelt. Das wird hier gleich abgepumpt, nach oben gebracht und jetzt hier in unsere drei neuen Tanks gefüllt. Und dadurch, ja, wird das hier ganz wunderbar aufgearbeitet. So, jetzt könnte ich natürlich noch hergehen und könnte das Ganze, was ich hier gebaut habe, noch mal ein bisschen abändern und ein Stück weiter nach vorne verlegen, damit ich hier hinten noch ein bisschen abbauen kann. Genau, bis hierhin. Roundabout, dann kann ich nämlich dazu machen und oben drauf Rohre legen und dann wird das Ganze noch ein bisschen schöner. Was habe ich hier? Sand und Sandstein. Nein! Ich hasse es. So, hier mit den Sandsteintreppen. Yep. So, gehen wir wieder da runter. Ach, wunderbar. Das freut mich, dass das funktioniert. So, ich möchte allerdings eins früher hoch. Gut, dass hier unten natürlicherweise Sandstein liegt. Sandstein 24. Hierhin. Jawohl, ja. Wäre vielleicht klüger gewesen, das Ganze doch noch eins tiefer zu machen. Aber eventuell kann ich auch einfach eine Treppe... Ja, warum nicht? Komm her. Bohrer, nicht so aggressiv sein. Jetzt haben wir gleich eine Treppe direkt ganz runter.
Ja, was allerdings doch jetzt nicht so klug ist, weil. Lalala. Egal, ich baue jetzt nicht nochmal alles um. Schlafen legen. Und jetzt funktioniert dieses ganze System perfekt. Später kann man auch anfangen und kann jetzt das bisschen Öl, was man da hat und da rauspumpt, unten in die Stirling-Motoren stecken, weil die natürlich was zum Verbrennen brauchen. Derzeit ist es Kohle, es soll erstmal ausreichen, um hier ein bisschen Kram zu kriegen. Später kann man das halt direkt hier mit zwei Goldrohren da reinleiten und dann funktioniert das alles in einem unendlich laufenden System. Und das ist dann unsere Raffinerie, die hier in diesem Gebäude stattfindet. Nicht schlecht. Jetzt kann ich ja oben nochmal ein Dach draufsetzen und dann sind wir mit der Raffinerie hier erstmal fertig, und können uns dann darum kümmern, das Benzin zu lagern. Oh. Du dämliche Spinne. Und können, au, 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 und können uns dann darauf konzentrieren, die anderen Sachen weiterzubauen. Haben wir noch Sandstein? Ja, was für eine Frage. Wir wohnen in der Wüste, du. Haben wir noch Sandstein? Jede Menge, du. So. Hungrig sind wir auch schon wieder. Jawohl. So. Dann machen wir hier mal ein paar Steinchen drauf. So, und hier oben drauf kann man sich dann überlegen, ob man direkt halt was anderes macht. Man könnte die ganze Raffinerie natürlich auch ganz unterirdisch bauen und dann könnte man sich, ich sag mal, nur die tollen Tanks in seinem jeweiligen Gebäude anzeigen lassen, aber das ist ja jetzt erstmal unnötig für hier. Das ist dann nur ein bisschen Kosmetik und wir sind jetzt natürlich auf den praktischen Sinn erstmal aus. Mann, dieser Bohrer, ne? Nein, das ist. Ich habe schon recht. Das lasse ich mal offen. Wir brauchen ja auch einen Zugang zu dem Dach. Einen ordentlichen. Weil da müssen wir auch immer mal drauf arbeiten. Zumindest so lange, wie diese Dinger da existieren. Ich werde die irgendwann nochmal abbauen. Wobei, ich kann auch das gleich freilassen. Dann kann ich hier in der zweiten Etage noch die Dinger draufsetzen, ja, warum nicht? Dann nehmen wir die erstmal. Aber wenn ihr nicht wisst, was ich meine, nehme ich die erstmal, um sie doch noch größer zu machen. Weil da wird ja schon ganz schön was rauskommen. 1, 2, 3, tick, tick, tick und tick, tick. Ja. Dann haben wir die hier gleich so ein bisschen rausstehen. Das ist ja kein Problem. Das sieht ja auch trotzdem gut aus. Das Ganze sieht jetzt natürlich nicht so schön aus, wenn man das Ganze in Sandstein verpackt. Ich hätte natürlich lieber so ein richtig typisches Raffinerie-Flair hier, wenn wir das Ganze aus Eisenblöcken bauen würden. Aber dann da kostet ja jeder Block 9 Eisen und das ist much teuer. With great English. So. Wunderbar. Runter hier. Den Scheiß jetzt noch zu einer schönen Treppe verwursteln. Dann können wir da hochgehen. Oh, 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 das ist zu weit. Eins, zwei, drei. Tick, tick, tick. Ja, wir machen jetzt eine Treppe noch da hoch und dann sind wir fertig für unser Raffineriegebäude. Müssen wir nur noch Fackeln hinhängen und dann ist alles gut. Und das ist natürlich alles ein bisschen provisorisch, weil ich schlafe hier unter Erdöl und nehme Elektrizität und so weiter. Aber das soll erstmal für den Anfang passen, ne? Wie lange geht das noch? Alles gut. So, Fackeln habe ich irgendwo in der Truhe, glaube ich, drin. Ach nee, habe ich sogar noch dabei. Ach ja, und Treppen wollte ich nochmal bauen. Brauche ich dafür? Ja, sieben müssten reichen, gerade so. Sieben Sandstein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Reichtum hochzukommen. Sehr gut. Ja, dann können wir hier auch rein theoretisch fast sowas wie eine zweite Etage mal draufsetzen. Kommt aber dann alles bei Zeiten. Wir sind dann auf jeden Fall durch für die Episode. Ich hänge jetzt noch die Fackeln hin und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, zu sehen, wie wir hier die Raffinerie bauen. Ich denke, ich werde auch noch mal, es gibt zwar schon welche, aber ein paar Tutorials noch machen zu den einzelnen Dingen, weil die wir hier jetzt benutzt haben, weil es ja doch schon interessant ist für den einen oder anderen, wenn er das dann mal selber nachbauen will. Fackeln haben wir jetzt auch, damit uns hier kein Creeper Bude wegreißt. Eventuell machen wir die Treppen ganz durchgängig und nicht mit so einer Abzweigung. Überlege ich mir nochmal. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode, in der wir entweder hier noch ein bisschen weiter dran rumwerkeln oder gucken, wofür wir das Benzin verwenden. Oder uns eventuell sogar doch schon mal um das Atomreaktorgebäude kümmern, weil dafür brauchen wir auch definitiv ein Gebäude. Aber ob ich das jetzt in die Stadt stelle und super gut isoliere oder fernab, bleibt noch abzuwarten. Und ob ich hier Fenster reinmache oder nicht, bleibt auch abzuwarten. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut!